Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem kleinen Mini-Update-Video zu meiner Lego Star Wars Armee. Und zwar, was ich euch zeigen wollte oder euch updaten wollte von meiner Armee. Ihr wisst ja bestimmt aus dem ersten Video, ich war damals ein riesengroßer Star Wars Fan gewesen und habe dann meine Lego-Sammlung komplett verkauft, was mittlerweile, glaube ich, 4 Jahre her ist. Und ich dachte wirklich, ich habe ja bestimmt gar nichts mehr davon. Aber ich habe letztens mal meine Lego-Kiste durchsucht nach Jahren und habe diese Ausbeute bekommen. Und ich muss ehrlich sagen, holy moly, also ich bin persönlich richtig, richtig begeistert, wie viel Lego noch in diesen riesigen Lego-Kisten verschollen waren. Also wie viele Lego-Figuren da verschollen waren. Und ich habe noch eine zweite Kiste, die ich dann mal die Tage, wenn ich frei habe, mal... Also die ich halt nochmal durchsuche. Also ich habe halt, zwei Kisten. Und die zweite Kiste werde ich dann durchsuchen, wenn ich Urlaub habe oder wenn ich mal frei habe. Weil Lego bauen und Lego suchen kostet ganz schön viel Zeit. Und speziell, wenn du arbeiten bist und dann nicht so viel Zeit hast, ist Lego suchen und Lego bauen und so weiter nicht immer ganz so angenehm, sage ich mal. Bevor wir aber losstarten mit der Review hier, habe ich was gefunden, was mich richtig, richtig abgefuckt hat. Und zwar hier. Moment, fokussieren. Ich habe dreimal hiervon die B2 Superkampfdruiden gefunden. Und bei allen drei Figuren, dreimal. Und bei allen dreien fehlen einfach die Beine. Holy moly. Und jetzt kommt der Burner. Hier. General Grievous aus Episode 3, glaube ich, ist es die Version, die weiße Version. Und hier fehlt der Kopf. Ha! Dazu kommt ja auch noch, ich habe sogar noch den Clone Wars General Grievous, auch alles gefunden, also Arme, Beine, Körper, den Kopf auch, aber der Kopf war abgebrochen. Das heißt, das Stück, was man halt an den Körper connected, ist abgebrochen. Also war schon so gewesen, wo ich ihn gefunden habe. Von daher, richtiger Pain in the Ass. Ich habe dazu noch ein paar andere halbe Figuren gefunden, wie Newt Gunray, ein 501. Klon und noch ein paar andere Druiden oder Rebellen und so weiter. Aber das sind so die Figuren, die ich gefunden habe, die noch einigermaßen vollständig sind. Wir fangen mal rechts an. Einmal C3PO, ich denke mal aus Episode 4 oder 5 oder 6, keine Ahnung. Denn den normalen R2-D2, auch aus der Originaltrilogie. Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Ergänzung auf jeden Fall, weil die sind ja auch sehr häufig in Clone Wars oder auch allgemein in den Episoden vorgekommen. Dann haben wir hier zwei mandalorianische Truppen. Ich denke mal, was waren die von der Death Watch, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Auf jeden Fall die von Darth Maul. Dazu noch ein Attentatsdruide. Ja, finde ich persönlich, ist cool. Und dazu noch einen halben Arctrooper aus dem Battle Pack von 2012. Ich meine, ich habe den Kopf gefunden, den Torso gefunden, also den Oberkörper gefunden. Nur die Beine fehlen noch und die ganzen Capes fehlen einfach noch. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr happy. Von daher, ja, gehen wir weiter. Dann hier einmal den Episode 1 Maul. Ich glaube, von Clone Wars ist der nicht, sondern von der Episode 1. Und ich habe ihn sogar zweimal. Den einen mit Lichtschwert, also der hier, und der andere ist ohne Lichtschwert. Von daher, naja, doppelt hält er besser. Von daher, genau. Hier haben wir einen, ich glaube, es war ein Wookie. Ob das jetzt Chewbacca war, keine Ahnung, kann ich euch nicht verraten, da bin ich nicht so tief drin im Lego-Thema oder allgemein im Star Wars-Thema. Von daher, genau. Dann haben wir hier einen Kashyyyk Scout Trooper, aber der ist auch nur so halb vollständig. Eigentlich gehört darauf der Phase 2 Clone Trooper von Kashyyyk, aber ich habe ihn nicht gefunden und ich habe ihn so gefunden, einfach schon in der Kiste. Aber eigentlich müsste der anders aussehen, sag ich mal. Also der müsste eigentlich ein bisschen vom Torso und von den Beinen anders aussehen, aber ich finde den passenden Helm nicht. Deswegen kommt der normale Scout, Klon, Trooper, Kashyyyk-Gedönsding darauf. Und ich muss sagen, sieht trotzdem sehr, sehr gut aus. Achso, hier ist der zweite Maul, kurz by the way. Ne? Und dann haben wir nochmal dazu eine kleine Besonderheit, und zwar ein
Geonosis Phase 2 Clone Trooper. Wow, also ich finde, ich bin wow. Und die sind leider nicht allzu teuer. Ich dachte wirklich, dass die wirklich selbst gebraucht 20, 30 Euro kosten. Aber Pustekuchen maximal 14 Euro, minimal 7 Euro. Also da ist kein großer Invest aktuell möglich. Von daher, genau. Luft schnappen. Und wir starten weiter. Ein Guard, ich glaube, das war ein Senate Guard, also der rote hier, der war ja von Palpatine der Bewacher gewesen, also da gab es eigentlich mehrere von. Ich komme gerade tatsächlich nicht auf den Namen, das ist das Kacke. Naja, auf jeden Fall dann noch ein Hoth Rebel, ne? Der ist tatsächlich vollständig, Moment. Zoom, genau, der ist vollständig, mit Backpack sogar, und die Waffe ist Custom, von daher, ja. Und dazu noch Meister Yoda ist dahinter, der ist ein bisschen kleiner, aber trotzdem, der hat aber leider kein Lichtschwert, das ist kacke. Dann sehen wir hier ein Phase 1 Klonpilot, leider der unpassende Körper, der Helm ist zwar, ne, ist da, aber der Rest ist so von einem normalen Phase 1 Klon genommen worden, weil ich den Torso, also den Oberkörper vom Phase 1 Pilot nicht gefunden habe. Ha! Genau. Dazu noch ein Widerstandspilot, also von der von dem Gegenstück der Ersten Ordnung. Ich komme auf den Namen gerade nicht. Ich glaube, heißen die noch Rebellen? Heißen die Neue Ordnung? Keine Ahnung. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Dazu noch ein Endor Rebell. Ja, der ist auch noch so halbständig, nee. Der ist auf jeden Fall auch vollständig, nur der Kopf ist, also das Gesicht ist einfach nur falsch. Genau, dann haben wir hier dreimal einen TIE Fighter Piloten. Ich zoome mal rauf. Ja, dazu noch ein, ich glaube, es war ein Todesstern. Halt der hier, Moment. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das vom Todesstern war oder ob es von, keine Ahnung, von was es war. Auf jeden Fall Imperial. Dazu noch ein Offizier daneben. Moment, ich connecte ganz kurz hier mal. So, genau. Dazu noch ein imperialer Unteroffizier, glaube ich. Moment. Zoom. Ja, ich glaube, der ist auch nur so halb vollständig. Dann haben wir hier zwei Geonosis B1 Kampfdruiden. Ja, also die werden auf jeden Fall sehr, sehr empfangungsvoll, keine Ahnung, in meine Druidensammlung eingeführt. Also die werden auf jeden Fall eine gute Rolle spielen. Also die werden auf jeden Fall den Platz doch schon ganz gut füllen. Genau. Dann haben wir hier hinten einmal den alten, ich glaube, das war Tatooine. Den einen Tatooine Stormtrooper und rechts daneben den neueren Stormtrooper von Tatooine, genau, ja, so ungefähr heißt das ja, genau. Und einige Figuren werden auf jeden Fall, ne, in die Sammlung integriert, die anderen werden einfach nur eventuell als Wertanlage genutzt und kommt trotzdem in die Sammlung rein, aber als wäre das nicht irgendwie in Mox zum Beispiel, wenn ich bald welche machen sollte, nicht integriert, weil die sind ja halt imperial und es ist ein anderes Zeitfenster oder eine andere Zeit, die ist ja nach dem Klonkrieg und so weiter. Von daher trotzdem feiere ich persönlich doch sehr, sehr doll, dass ich die ganzen Figuren gefunden habe. Die Suche hat auf jeden Fall noch kein Ende. Ich habe auch, by the way, massiv Waffen gefunden. Speziell diesen Blaster hier unten von dem Geonosis Trooper. Diese Blaster habe ich auch so oft gefunden. Von daher, ne, die Zukunft bleibt. Also, die Zukunft bleibt. Mensch. die Zukunft bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Und das nächste Update-Video kommt, sobald ich Zeit habe zum Aufnehmen und ich weitere Trooper oder Battle Packs oder whatever gekauft habe, die meine Sammlung in allen Seiten erweitern. Genau, auf jeden Fall, das war's gewesen mit dem Video. Lasst gerne ein Like da, bis zum nächsten Video, haut da rein und ciao!